herzlich willkommen auf dem Videokanal von Ungarn, meine neue Heimat. Im Anschluss seht ihr die täglichen Nachrichten vom ungarischen Fernsehsender M1 in deutscher Sprache, den wir hier bei uns eingebunden haben. Bitte teilt unser Video in den sozialen Medien, damit auch andere den Genuss ehrlicher Nachrichten kommen können. Und nun wünschen wir euch viel Vergnügen bei den aktuellen Nachrichten aus Ungarn und der Welt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Aaron Schmidt. Die Regierung stellt eine Arbeitsgruppe für Wirtschaftsschutz auf, deren Aufgabe sein soll, heimischen Unternehmen zu helfen. Finanzminister Mihály Varga sagte, Ziel sei der Abbau von Bürokratie beim Hochfahren der Wirtschaft, um den Wachstumskurs der ungarischen Wirtschaft so schnell wie möglich fortführen zu können. Bislang wurden 900 Milliarden Forint für Wirtschaftsschutzmaßnahmen bereitgestellt. Das Agrarressort stellt 5,5 Milliarden Forint zur Unterstützung von Kleinerzeugern bereit, kündigte der Agrarminister anlässlich der Wiedereröffnung des Bauernmarktes in Bornholm an. István Neuz sagte, im Rahmen des Hilfsprogramms stehen der Entwicklung von landwirtschaftlichen Kleinbetrieben 2,5 Milliarden Forint und zur Förderung von lokalen Bauernmärkten und Marktgeländen weitere 3 Milliarden Forint zur Verfügung. Nach dem Corona-Notstand können Altersheime wieder besucht werden und auch deren Bewohner dürfen diese wieder verlassen. Während der Corona-Pandemie waren Senioren in Altersheimen einem erheblich höheren Todesfallrisiko ausgesetzt. In dem von dem Stadtrat Budapest betriebenen Pflegeheim von Pesti út sind insgesamt 52 Menschen an der Infektion verstorben. Zwar wurde nun an den Regeln gelockert, die Besucher von Altersheimen müssen weiterhin Masken tragen und die Hygienevorschriften einhalten. Museen, Burgen und Schlösser können wieder Besucher empfangen. An diesem Wochenende öffnen viele Kulturinstitute ihre Türen. Dabei zeigt sich großes Interesse. Einige der Befragten meinten, es hätten sich bei ihnen bereits Entzugserscheinungen wegen den bisher geschlossenen Museen gemeldet. Der öffentlich-rechtliche Sender M1 startet ab kommenden Montag eine neue Sendung mit dem Titel Mache Urlaub hierzulande. Diese soll die Naturwunder und die kulturelle Vielfalt von Ungarn vorstellen. Die Sendung wird an Wochentagen jede Stunde vor den Nachrichten gesendet. Sie wird von der Meteorologin des M1, Csilla Molnár, moderiert. Zur Ankurbelung des Tourismus wurde auch eine landesweite Werbekampagne gestartet, denn die Pandemie traf diese Branche am härtesten. Sie sahen die Nachrichten aus Ungarn. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Gerne könnt ihr auch unseren Kanal abonnieren und um immer informiert zu sein, einfach mal die Glocke drücken.